Herzlich willkommen zu den internationalen Cannabis News. Nach nun 60 Jahren korrigierte die WHO ihre Position zu Cannabis. Zum ersten Mal seit Bestehen des UN-Einheitsabkommens über Suchtstoffe könnte der Status von Cannabis im internationalen Recht geändert werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt nach Auswertung der Ergebnisse ihres Komitees zur Drogenabhängigkeit wissenschaftliche Empfehlungen zum therapeutischen Nutzen und zu den Gefahren von Cannabis Sativa heraus. Jetzt müssen 53 UN-Länder diese WHO-Empfehlung annehmen, um eine Mehrheit zur Änderung des Einheitsabkommens zu erzielen. War die Abstimmung ursprünglich für März 2019 geplant, ist es durchaus möglich, dass sie sich durch 2 Monate Verzögerung bei der Veröffentlichung der Ergebnisse auf März 2020 verschiebt. EU: Nutzung von Arzneimitteln auf Cannabisbasis fördern. In einer am 13. Februar 2019 angenommenen Entschließung fordern die Abgeordneten die Kommission, die nationalen Behörden auf, eindeutig zwischen Arzneimitteln auf Cannabisbasis und anderen Anwendungen von Cannabis zu unterscheiden. Kommission und Mitgliedstaaten sollten die Forschung angemessen finanzieren und medizinisches Personal besser über medizinisches Cannabis informieren. Geschäft mit Medizinalhanf boomt. Israel erlaubt Export von Cannabis, Epilepsie, Parkinson oder Morbus Crohn. Medizinisches Cannabis wird in Israel für die Behandlung vieler Krankheiten eingesetzt. Das Land gilt als Vorreiter in der Erforschung und Herstellung von Marihuana. Nun dürfen die Produkte auch weltweit vertrieben werden. Ebenso zeigen Ergebnisse einer aktuellen Studie aus Israel, dass auch Terpenoide entzündungshemmend wirken können. Wissenschaftlern zufolge könnten die Duftstoffe sogar gegen akute Entzündungen helfen. Dänemark. Massenexporte von Cannabis erlaubt Dänemark, gibt den Export von pharmazeutischen Cannabis frei, ohne Beschränkung der Mengen. Allerdings ist eine Lizenz für die Produktion nötig. Das kleine Königreich im Norden Europas ist für ausländische Cannabisunternehmen interessant, um den EU-Markt zu erreichen. Frankreich will in diesem Jahr Modellversuche mit Medizinalhanf starten. Dazu hat Frankreichs Gesundheitsministerin Agnès Buzyn kündigte im Sommer des letzten Jahres an, die Cannabis-Gesetze überprüfen zu wollen. Das heißt, man will damit die Legalisierung vorbereiten. Ab dem 22. Februar ist Cannabis in Mexiko legal. In Mexiko wird einer Meldung zufolge die Legalisierung von Cannabis vorangetrieben. Allerdings sind es nicht Politiker, die den künftigen Umgang mit Cannabis regeln, sondern eher Richter. Cannabismedizin. Eine deutsche Studie zeigt tödlichste Droge. Alkohol ist 114 Mal schlimmer als Marihuana. Dirk Lachenmeier und Jürgen Rehm, Professoren an den Universitäten in Karlsruhe und Dresden, haben sich die Frage gestellt, wie wahrscheinlich es ist, an einer bestimmten Droge zu sterben. Dazu haben sie die normal konsumierten tägliche Dosis mit der tödlichen Dosis eines Stoffes verglichen. Das Ergebnis steht nun im Magazin Scientific Reports und ist überraschend. Demnach ist Alkohol die tödlichste Droge. Nur Heroin ist noch tödlicher. Auch Kokain gehört zu den höchst riskanten Drogen. Cannabis ist hingegen der einzige Stoff mit einem geringen Todesrisiko. Cannabis nachhaltig. Hanfi. Der Blumentopf aus nachwachsenden Rohstoffen. Zum größten Teil besteht der ökologische Blumentopf aus der Faser der Hanfpflanze. Auch die ebenfalls biologisch abbaubaren Materialien Glucose und Harz sind im Hanfi enthalten. Er kann auf dem Kompost entsorgt werden und ist bis zum Ende nützlich. Er verrottet immer innerhalb von 1 bis 2 Jahren vollständig. Hanf als 3D-Druckerfilament, eine nachhaltige Alternative. Die Herstellung der Hanffilamente ist ziemlich einfach. Am häufigsten haben sie ein Material wie PLA als Polymerbasis. Entschuldigung. Die Hanffaser wird zu feinen Partikeln gemahlen und darin vermischt. Dieser Prozess wird auf die gleiche Weise durchgeführt, wie viele andere Hybridfilamente hergestellt werden. Es wird jedoch auch oft ohne Farbzusatz gearbeitet, um die positive Wirkung bis zum Ende zu erhalten.
Das Unternehmen 3D-Marker hat ihr Produkt speziell für den Markt der biologisch abbaubaren Kunststoffe entwickelt, mit der festgelegten Möglichkeit, das Filament letztendlich zu recyceln oder zu kompostieren. High Times erwirbt die Rechte an Spannabis. Ja, das englischsprachige Fachmagazin High Times ist drauf und dran, sich die Rechte an der Cannabis-Messe Spannabis zu sichern. Die jährlich stattfindende Veranstaltung ist die größte seiner Art in ganz Europa. Der Deal soll möglichst schnell über die Bühne gehen. Ich glaube, er ist jetzt sogar schon über die Bühne gegangen. Ja, ich verabschiede mich für dieses Mal mit den News und hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Alles Gute!